Free Multi, schon eine geile Sache. Schon eine geile Sache auf jeden Fall. Pull. Release. Ui. Versuch ist auch am Start. Die Animation, die sagen mir halt gar nichts. Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber Sakura. Ah, jetzt komm schon. Sasuke's Wifey. Nee. Oh, Spoiler, Spoiler. Oh mein Gott. Einer! Ein SSR! Let's go! Welche wird es sein? Was geht ab, meine Sie-Fighter, außer dir? Und willkommen zum Team-Rating-Video Nummer 34. Diesmal wieder mit vielen Einsendungen auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und legen sofort los. Das erste Team an der Stelle ist von ALXDZ1234. Danke für die Einsendung an der Stelle. Und zwar schreibt uns unser Boy Hashtag Team Osadu. Kannst du mein Team bewerten oder verbessern? Danke, kein Ding. Mach mal, schauen wir uns auf jeden Fall an. Was wir an der Stelle haben, ist ein Heroes-Team, so wie es aussieht. Richtig, richtig, ja. Und zwar haben wir TechVideoDuo als Leader. Heißt, wir wollen auf jeden Fall mindestens einen Typus, damit sein Leader-Skill aktiviert. Ein Typus muss auf jeden Fall immer vertreten sein. Ist ja an der Stelle auf jeden Fall on point. Und sie müssen vom Super-Type sein. Heißt, damit die Charaktere diesen Zusatz Super und Extreme bekommen, müssen sie Z-Awaked sein. Dies wiederum heißt, man muss sie um eine Stufe auf jeden Fall Z-Awaken. Diese ganzen Charaktere, die ihr seht, sind zum Beispiel so, wie man sie bekommt, auf der SSR-Stufe. Wenn ihr sie Z-Awaked bekommt, werden sie zur UR-Stufe und dann bekommen sie eben diesen Tag Super oder Extreme, je nachdem, bei Villains hinzu. Und dann aktiviert sich auch der Leader-Skill. Und das passt ja alles an der Stelle. Wir haben hier 6 von 10 Punkten. Alle Charaktere sind aber nicht Max Level oder Max Awake, deswegen bleibt es erstmal vorerst bei den 6 von 10 Punkten. Und dann ganz klassisch bei so einem Hero-Team schauen wir mal an, ob es quasi, also das Team passt an der Stelle, aber ob es quasi Auswechslungsmöglichkeiten gibt, 6 Typus. Also wir gucken uns mal die ganzen verschiedenen Typen an und schauen mal, ob er vielleicht andere bessere Charaktere hätte. An der Stelle schon mal Ausweg, ganz klar, Tech Vigitabu ist gesetzt, ist unser Leader. Tech-Charaktere könnten wir eigentlich noch einen weiteren reintun. Ein Typus gibt es ja immer zweimal in diesem Setup. Und den physisch Super Saiyan 3 Goodnix würde ich auf jeden Fall lassen. Die Zeit lassen wir drin. Heißt, wir können Int, Agility und Strength eventuell ändern. Schauen wir mal, was hier abgeht. Und okay. Ich sehe schon direkt einen LR Gohan. Wir haben hier einen LR Gohan. Okay, den merken wir uns mal. Wir hätten ja auch zum Beispiel reichlichen Support als Strength-Charakter, weil dieser Strength-Charakter hier, der muss nicht unbedingt sein. Den würde ich auch auswechseln für einen Supporter. Deswegen merken wir uns mal den oder für einen Tank, so Stunner, sowas in die Richtung. Also Super Saiyan 3 Vegeta merken wir uns auch mal an der Stelle. Er gilt die Charaktere, oh Majin, aber ist kein Super-Type, Leute. Extreme-Type, deswegen kann er hier nicht rein an der Stelle. Aber von er gilt Charaktere haben wir, glaube ich, nicht so viel außer, wie es aussieht. Schauen wir mal in der nächsten Seite nach. Wir haben Stre Oh, wir hatten Super Gogeta, okay, den merken wir uns mal. Ella Trunks, ganz unten rechts, sneaky reingeholt. Okay, den hätte ich fast übersehen. Ella Trunks merken wir uns auch an der Stelle. Heißt ja eigentlich zwei gute physische Charaktere. Ansonsten von den Super-Charakteren, die uns doch interessieren könnten, würden, so auf den ersten Blick kenne ich eigentlich niemanden. Ich habe da quasi schon ein Setup gewählt, beziehungsweise habe ich schon ein bisschen was im Kopf. Auf jeden Fall LR Trunks und LR Gohan reinzuholen, weil LR Trunks und Gohan in einer Rotation linken sich solide auf jeden Fall an der Stelle. Und die würde ich auswechseln. Den Baseform Vegeta, beziehungsweise gehen wir mal ganz rüber zum Grafen. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Den Baseform Vegeta, den würde ich auf jeden Fall mal raushauen. So wie den Gatku. Und dann würde ich das Ganze im Prinzip so einigermaßen ändern. Wie gesagt, Tech Vegito Blue lassen wir auf jeden Fall an der Stelle mit Super Saiyan 3 Gotenks in einer Rotation. Teilen sich viel Linkskill, alles solide. Und dann holen wir LR Gohan und Trunks rein. Die linken sich mit viel Linkskill, haben alles, was sie brauchen. Prepare for Battle, Super Saiyan, Shocking Speed und Legendary Power an der Stelle. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ist eine gute Rotation. Na klar, bei dem Dude, bei unserem sind sie noch nicht awaked, aber ich auf jeden Fall lege ich dir am Herzen, die Jungs zu awaken, zumindest ein Awakening zu vollziehen. Du musst nicht auf den LR-Status bringen. LR Gohan, sein erstes Awakening, brauchst 7 Sitze Medaillen. Mit deinem Team solltest du das auf jeden Fall schaffen, vom Cell-Event, vom Dokken-Event. Und bei LR Trunks, zu sein erstes Awakening, brauchst du die Hero Examination Plan Medaillen, solltest du auch die auf jeden Fall holen können. Sie sind momentan daily online. Und Freunde, ganz kurz eine Randnotiz. Ihr könnt aus den Hero Examination Plan Events, die beiden, die online sind, auch die LR Bojack und LR Beerus Story Event Medaillen farmen. Deswegen, ihr müsst da nicht warten, bis die Events zurückkommen. Schaut am besten mal danach. Für Bojack ist es auf Stage 10 des Hero Exclamation Plan und für Beerus sollte das Evil Power Strikes Back sein auf Stage 14. Schaut aber am besten mal danach in die Beschreibung der Events und dann findet ihr das Ganze auf jeden Fall. Und genau, dann habe ich da unten, wir brauchen ja natürlich einen Strength und Agility Charakter. Wir haben jetzt quasi schon unsere zwei Setups. Wir haben Tech Vegito Blue mit Super Saiyan 3 Gotenks in einer Rotation und LR Gohan mit LR Trunks. Die sind echt gut solide gedeckt. Heißt, entweder, wenn du dir sagen willst,
Ich würde gerne noch Supporter spielen. In dem Heroes Team ist es wirklich kein Muss. Da ist man vielfältig, da hat man sehr viel freie Wahl. Du kannst auch nur auf Charaktere gehen, die du gerne spielst, die du magst. Die machen ihren Job auch gut. Aber wie gesagt, falls du Supporter spielen willst, dann würde ich dir Super Saiyan 3 Gotenks GT als Strength Charakter empfehlen, denn der supportet die Charaktere hier mit seiner Passive, gibt den Angriff 33%, aber unter anderem auch für die beiden Rotationen liefert er vor allem für die Fusionsrotation, nenne ich mal, mit Vegito Blue und Gotenks Over eine Flash, was richtig wichtig ist, Ki plus 3, wobei sie das nicht brauchen, sie kommen auf ihre Ulti, da ist seine Passive wichtiger und für die andere Rotation kommt er mit der Passive auch gut ins Spiel. Auf der anderen Seite hätte ich dann quasi als so ein Semi-Supporter im Endeffekt dieser Guilty Super Saiyan 2 Angel Goku, der supportet sie in der Hinsicht, dass er nuken tut er auch, aber dass er die Orb changed. Ja, er changed Orbs, bereitet, er kann quasi dann Orbs für LR Gohan vorbereiten, auch wenn es keine Int-Orbs sind. Es ist ein Orb-Changer, das macht es trotzdem auf jeden Fall hin. Das reicht auf jeden Fall alle Male, dass er da quasi die Orbs vorbereitet für LR Gohan, falls in die Rotation kommt. Ansonsten, wenn du sagst, nee, ich brauche nicht unbedingt Support, dann kannst du noch Super Gogeta mit reinnehmen als guten Charakter, der auch in die Rotation wieder reinkommt, gute Linkstins versorgt, an sich auch gut ist. Und ebenso gilt das für Super Saiyan Gotenks, dann gilt die Super Saiyan Gotenks, wobei bei ihm würde ich sagen, er ist halt quasi ein Nuker. Er braucht selbst Orbs, aber als Rotationscharakter macht er dann einfach seinen Job, dass er für Linkskills sorgt und falls er mal Orbs bekommt, die Gohan nicht eingesammelt hat, dann sind auch ein paar Orbs für ihn übrig, die er da verwerten kann. Aber ansonsten würde ich sagen, würde ich das Team folgendermaßen ändern. Wie gesagt, falls du Support oder Gogeta Support oder nicht haben willst, je nachdem es die Supporter oder ansonsten die anderen Charaktere, ohne dass du das für dein Team mit 6 von 10 Punkten feuerst. Gut, und dann kommen wir auch schon zum nächsten. Der nächste ist hier Jason an der Stelle. Lieben Dank für die Einsendung. Das ist mein Hero-Team. Verbesserungsvorschläge wäre nice. Alles klar, danke für die Einsendung, Jason. Und Hashtag Mosuru, yes. Und dann haben wir hier quasi ein Heroes-Team wieder. Genau wie er schon gesagt hat. Wir haben jetzt aber nicht Tech Vegito Blue, sondern physisch Vegito Blue. Auf jeden Fall würde ich schon mal vorschlagen, den Dude zu awaken. Du kannst auf jeden Fall auch die Charaktere erwecken, denn er hat LR Gohan. Nicht wundern, wie jetzt korrekt euch, warte, der ist Rank 79, wie schafft er LR Gohan? Um LR Gohan zu erwecken, ist wirklich, das ist machbar. Denn im Endeffekt haben wir es ja vorhin gesehen, wir brauchen 7. Medaillen von dem alten Cell-Event. Cell-Event mit dem Team schaffst du auf jeden Fall. Und dann noch brauchst du 7 Battlefield-Medaillen oder Clash-Medaillen aus dem Barbershop, dass man sich gegen Incredible Gems tauschen kann. Die kann man farmen aus der Quest. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu, dass er der LR Gohan hat, ja. Weil manch einer fragt sich immer, hey, was, der ist so Low Rank, der hat schon LR, ich habe kein LR, ich bin Level 400 oder so. An sich ein LR zu ziehen ist reine Glückssache, Freunde, das hat mit Können nichts zu tun, ja. Man kann sich auch zum Beispiel einen Reroll-Account erstellen, da 5 LRs ziehen, dann hat man auf Rank 1 5 LRs. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist schon machbar auf jeden Fall. Aber kommen wir zurück zu dem Team-Build-Aspekt. Heroes Team, jeder Charakter entspricht den Leader-Skill, 6 von 10 Punkte, sind aber nicht alle Max, aber Max Awaked bleibt vorerst von den 6 von 10 Punkten. An dem Setup stimmt auf jeden Fall schon mal alles. Was ich aber gerne ändern würde, wäre, ich würde gerne einen Agility-Charakter reintun, damit wir Tech Vegito Blue als Friend nehmen können, damit sich sein Leader-Skill aktiviert. Und deswegen habe ich hier Kefla im Auge, denn Kefla, ihr Story-Event ist momentan nicht online, du kannst sie nicht awaken, deswegen würde ich sie auf jeden Fall erstmal vorerst verzichten und einen Agility-Charakter reintun. Gucken wir uns gleich an, welchen Agility-Charakter du hast. Falls ihr euch fragt, du, wann kommt das Storyline von Kefla wieder? Wann können wir Kefla wieder Dokkan awaken? Beziehungsweise die Medaillen für sie farmen, um sie Dokkan zu awaken. Und zwar sollte das eigentlich vielleicht zu dem 250 Minuten Celebration kommen, denn da ist er quasi zu Part 2, wird der LR Goku und Freezer kommen und da ist das Thema dann quasi Dragon Ball Super Tournament of Power und Keflas Event war ja Tournament of Power basierend, eventuell kommen die Story Events schon da zurück. Wenn nicht, spätestens mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, wann sollte der Dude kommen? Jetzt natürlich, da die Charaktere anstehen zu der 250 Millionen Celebration, erst danach, also Zeitraum Oktober schätze ich mal. Denn die 250 Millionen Celebration Feier geht bis zum 4. Oktober. Anyway, dann halten wir mal Ausschau. Wir gucken natürlich mal, ob eventuell Charaktere wechseln könnte. Strength Charakter hatte hier drinnen. Super Gogeta lassen wir auf jeden Fall drin. Physisch Super Vegito haben wir hier und Blue Vegito bleibt drinnen. Int haben wir LR Gohan gehabt, der bleibt auch drin. Okay, dann können wir auch verwerten. Strength Charakter, Super Gogeta, alles klar, passt. Und dann, ja, würde ich quasi, wie gesagt, das Team genauso lassen, bis auf den Agility Charakter. Den Agility Charakter, welchen ich dir vorschlagen würde, ist diesen Support Goku. Diesen Goku könnt ihr erwecken. Das ist der Goku, den man ganz am Anfang bekommt, wenn man da einen Singlesum raushauen kann, wenn man das Spiel anfängt für 5 Dragon Stones. Oder aus dem Barbershop könnt ihr ihn euch holen. Um ihn zu erwecken, braucht ihr 7 Goku-Medaillen von dem Hero Extermination Plan. Ist momentan auch online. Heißt, ihr könnt euch das Ganze euch erfarmen. Und dann, warum nehmen wir ihn als Agility-Charakter? Denn er ist ein Supporter. Heißt, diesen Goku nutzen wir als Rotationscharakter. Der gibt dann, wenn seine HP oder wenn unsere HP 50% oder drüber sind, Ki plus 2 und auf den Angriff 20%. Wenn mich alles täuscht. Ansonsten haben wir folgendes Setup. Jetzt wundert euch nicht, wir haben einen Tech Vegito Blue zwar, aber das ist unser Friends. Nämlich, wir hatten die Rotation in dem Team.
Du hast ein Vegito Blue, deinen eigenen Leader, den lässt du in einer Rotation mit Ella Gohan. Warum? Denn die teilen sich Prepared for Battle. Das sind die einzigen Charaktere, die Prepared for Battle im Team haben, mit Super Vegito noch natürlich, aber den lassen wir dann mit vierfachen Gogeta in einer Rotation, weil es Fusionscharaktere sind, geben sich fürs Fighter oder mit Tech Vegito Blue oder eben, ich habe dir so ein Dreieck gelassen, kannst du aussuchen, ob du jetzt Vegito Blue in deiner Rotation hättest mit vierfachen Gogeta oder mit Super Vegito oder die zwei. Ist dir selbst überlassen, die teilen sich sehr gute Links jetzt, wie du siehst, haben fürs Fighter, die zwei haben Overnight Flash unter anderem. Was wichtig ist, dass du die zwei in deiner Rotation hältst, wegen Prepare for Battle oder dann auch Super Gogeta mit Ella Gohan. Kannst du quasi selbst sehen. Aber Ella Gohan als L-Charakter würde ich in der Rotation lassen auf jeden Fall. Wenn nicht, wenn es quasi Zecks Typen-Nachteil, kannst du natürlich auch Vegito Blue mit Super Gogeta lassen. Die teilen sich 5 Links, ist sehr solide. Im Endeffekt haben wir zwei Rotationen. Sei es die eine sieht so aus, sagen wir mal die andere aus zwei Charakteren von hier. Und als Support- oder Rotationscharakter haben wir natürlich unseren Super Saiyan Goku, Super Gogeta und dann noch einen der Charaktere, die du dir rauslässt. Und wie gesagt, nicht wundern, das oben rechts ist der Friend, oben links war dann dein Leader-Skill. So viel zu deinem Team und genau, das würde ich genauso lassen, also was heißt genauso lassen, sondern ich würde die eine Änderung machen, den LGT Super Saiyan Goku Awaken und reintun als Supporter nutzen. Nun denn, das nächste Team ist hier von Malte. Malte, lieben Dank fürs Einsenden. Oh, wow, das hat gerade gespackt. Upsa, jetzt Team Osodo. Hi, würde mich freuen, wenn du mein Potara-Team verbessern würdest. Alright, dann schauen wir uns mal dein Potara-Team an. Wir haben den Leader Potara, Leader Ella Vegito. Jede Charakter gehört zur Kategorie. Yup, 6 von 10 Punkten bis jetzt zum Leader-Skill. Alle sind Max Level, Max Awake. Sind sie das? Das sind sie. 7 von 10, 8 von 10 Punkten an der Stelle. Dann okay, dann gucken wir uns das Ganze mal beziehungsweise die Charakterliste an, denn das Team hier an sich passt schon auf jeden Fall. Man könnte ja halt einen Fusion Zamasu mit Rosé, kennen wir die Rotation, und dann Ella Vegito mit Vegito Blue zum Beispiel, oder ja, mit Vegito Blue oder Super Vegito. Beide haben Prepare for Battle, je nachdem, wie du da halten möchtest. Aber guck unsere Charakterliste an, dann sehen wir zum einen die Protara-Charaktere, okay. Du hast dich hier für den physischen Vegito Blue entschieden, hast richtig gemacht, weil dein Ella ist noch nicht awake. Sobald du Ella Vegito Blue hast, kannst du natürlich ihn spielen statt dem physischen Vegito Blue. Passt auf jeden Fall auch an der Stelle. Ansonsten haben wir dann Rosé mit Fusion Zamasu, passt. Physisch Super Vegito, schaut, er geht in Super Vegito, da eine ist zum einen Awaked, er geht hat dann Dupe, aber der physisch kommt der Awaked natürlich hier auf solidere Werte. Du hast auch einen Tech Vegito Blue, nicht Awaked aber, wie gesagt, du kannst auch den Tech Vegito Blue spielen, wenn du Lust hast, wenn du Awakes, aber dein physisch ist auf 100%, kannst du ihn auf jeden Fall drin lassen, benutzen. Als Support haben wir Base von Vegito, passt an der Stelle und dann war es eigentlich zum Team. Ich weiß, das Team würde ich an der Stelle lassen, es sei denn, Interaktiv haben wir auch noch, aber aus den Interaktiv würde ich keinen nehmen, weil die Portal-Charaktere bekommen dann bessere Moves, heißt, ich will das Team genauso lassen, wie du willst, kann man auf jeden Fall so spielen. Gibt es einen extra Punkt, dann haben wir hier 9 von 10 Punkten. Danke für die Einsendung. Alles klar, und dann haben wir zum Schluss das Team von Unknown Soldier. Lieben Dank für die Einsendung, my boy. Und zwar schreibt er uns, Moin Osodu, Herrscher Team Osodu, Moin Osodu, ich habe hier mal mein Team pünktlich 0 Uhr 7. Das war dann noch Freitag 0 Uhr 7, heißt nicht Samstag, deswegen passt es so. Ihr könnt mir die Teams gerne senden, den kompletten Freitag. Freitag, wann er anfängt, 24 Uhr. Bis dann 23:59 quasi am selben. Hauptsache es ist am Freitag, dann passen die Einsendungen. Das Video selbst kommt dann am Samstag oder Sonntag, je nachdem, weil ich Zeit habe, das zu produzieren. Ob es da ein bisschen rauszoomen. Und in dem Fall ist es quasi natürlich Sonntag. Alles klar. Ich weiß nicht viel vom Teambild und auch nicht viel von Link-Skills. Jedoch habe ich schon mal den Teambilder genutzt und sende das Team als Anhang dabei. Okay, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier an der Stelle erstmal ein Heroes-Team. Let's go. Ey, da oben sehen wir Friends-Supporter, Elegant Simon, korrekt. Den merken wir uns mal, weil viele gefragt haben, wo kann man den Dude mal spielen. Komme ich am Ende zu. Heroes Team, wie gesagt, Tech Vegito Blue. Jeder Typ ist einmal mindestens vertreten, passt. Alle Charaktere gehören zum Leader-Skill, 6 von 10 Punkte. Max Level, Max Awaked. Yep, 8 von 10 Punkten. Das Setup passt auf jeden Fall. Das Team kann man echt so spielen. Jetzt gucke ich mal ganz kurz die Charakterliste, ob man da einzelne Charaktere auswechseln könnte, eventuell. 6 Typus, ob es einen besseren gibt. So mal grob hingesehen. Wir haben als physisch zur LR. Great Salmon, auf den komme ich gleich zurückzusprechen. Wir können ja trotzdem noch auf jeden Fall Super Saiyan 3 Gotenks lassen als physisch Charakter. Ansonsten, gerne 100% Free to Play. Der muss nicht unbedingt sein. Kölken Blue. Als Rotationscharakter kann man auf jeden Fall lassen. Liefert gute Linkskills. FIFA Goku ist hier, wird ein Charakter wahrscheinlich sein. Den werden wir wahrscheinlich eher rausrotieren. Es sei denn, wir lassen ihn mit Super Gator in der Rotation. Das klären wir gleich ab. Ansonsten haben wir hier Zex Prepared for Battle. Ansonsten haben wir hier Ui Goku nicht awaked, aber dafür Super Gogeta, vierfache Gogeta, vierfache Vegeta Agility. Oh, okay, vierfache Vegeta Agility könnten wir eventuell nutzen, auf jeden Fall. Ihn reintun für Kalten Goku Blue, nachdem du awaked hast, weil vierfache Vegeta und vierfache Goku in einer Rotation, die teilen sich 6 Linksits und die haben es auf jeden Fall in sich, ja. Die teilen sich sehr gute Linksits, die kann man auf jeden Fall auch spielen, wenn du beide in einer Rotation halten willst. Alright, dann. Ansonsten, ja, Super Vegeta und so muss nicht unbedingt sein. Okay, Bardock eventuell als Supporter, falls du einen Supporter haben willst, aber wie gesagt,
gucken wir uns mal das Ganze an in deinem Teambild, wie du das erstellt hast. Und dann kommen wir darauf zurück zu sprechen. Nämlich, das ist jetzt von meinem Boy, von dem Dude, der uns das Ganze gesendet hat. Vielen lieben Dank dafür für die Erstellung. Und zwar, also cool, dass du das noch nutzt. Falls ihr fragt, was ist das für eine Seite, Osiru, was du benutzt? Ich werde den Link in die Beschreibung setzen. So kann Battle Builder heißt die Seite. Und zwar hat unser Boy das folgendermaßen erstellt. Wir haben natürlich TechVGBlue als Leader. Wahrscheinlich will er hier quasi halt einen vierfachen Gogeta mit Gotenks in der Rotation. Kann man auf jeden Fall machen. Und Super Gogeta mit TechVGBlue kann man auf jeden Fall machen. Heißt, Rotationscharakter hätten wir Kyoken Goku Blue und vierfacher Goku. Wenn du auf den Goku verzichten könntest, dann könntest du zum Beispiel einen Strength-Supporter reinnehmen, beziehungsweise einen Strength-Charakter, der ein Supporter ist. An der Stelle zum Beispiel Bardock, denn der gibt zum Beispiel jeden seinen 30% Attack Boost, den Super Saiyan Cell Bardock, den wir uns vorhin angeschaut haben, nämlich den Dude hier an der Stelle Awaken, dann ist er ein netter Supporter auf jeden Fall. Ansonsten, wie gesagt, liegt es an dir, wie du deine Rotation halten willst. Das Team passt auf jeden Fall so. Jetzt hat aber vielleicht eine Frage wegen Great Saiyan Man. Also, wir haben noch Great Saiyan Man bekommen. Wo kann man Great Saiyan Man denn benutzen, wenn man ihn spielen will als Team? Nun, Great Saiyan Man. Was macht denn Great Saiyan Man? Great Saiyan Man ist ein Supporter. Er gibt super klasse mit einem Key plus 4, einen Verteidigungsboost und senkt des Gegners Verteidigung. Extreme-Type-Gegners. Okay, heißt, Great Saiyan spielen wir am besten als Supporter, zum einen als Rotationscharakter, heißt, wir werden ihn nicht in eine Rotation lassen, weil er ein Supporter ist. Den tun wir als Rotationscharakter, den tun wir mal rein und raus, und wenn er in die Rotation kommt, hat er einen sehr soliden Key-Boost, Key plus 4 für Super-Class-Verbündete, Death-Boost und das nehmen wir auf jeden Fall mit. Heißt, sein Hauptzweck ist, er ist ein Supporter. Okay. Wo kann man den Great Saiyan spielen? Nun, zum einen ist er ein Hero-Type, also zum Beispiel in einem Heroes-Team, wie zum Beispiel von das Team von dem Boy, den wir eingesendet bekommen haben, der das Ganze uns eingesendet hat. Dann nehmen wir zum Beispiel, müsste hier zum Beispiel in dem Setup jetzt auf dreifachen Gotenks verzichten und könnten ihn als Support-Charakter nehmen. Heißt, wir könnten Tech Vegito Blue mit Super Saiyan 4 Gogeta halten, vierfach Goku mit Super Gogeta und Ella Great Saiyan hätten wir hier als Rotationscharakter zusammen mit Kyoken Goku Blue. Ein Beispiel. Nicht, dass du das jetzt so ändern solltest, sondern nur als Beispiel in einem Heroes-Team, weil er ist ja ein Heroes-Charakter und gibt seine Passive Heroes-Charaktere nur, seinen Support-Passive. Okay, er ist dann aber noch ein Physisch-Charakter. In einem super Physisch-Team kann man ihn natürlich spielen, dann auch als Rotationscharakter. Ich würde ihn echt nicht, wie gesagt, in einer Rotation halten. Falls ihr euch fragt, macht überhaupt Schaden, wie sollte man ihn skillen, sollte man auf 100% bringen. Im Durchschnitt mit Crit macht er 1 Million Schaden und als Support ist es sehr solide. Heißt, wenn ihr ihn auf jeden Fall auf 100% bringen wollt, bringt ihn auf Level 15 Crit. Und dann Level 11 Additional Attack könnt ihr zum Beispiel noch den Rest mitnehmen. Im Schnitt kommt auf 1 Million Crit, wie gesagt. Kann man als Support auf jeden Fall mitnehmen. Dennoch will ich ihn als Rotationscharakter betrachten, weil er ein Supporter ist, um es kurz zu sagen. Und im letzten Team, by the way, für Super Physischen kann man auf jeden Fall mitnehmen, auch für Super Battle Road. Im letzten Team wäre das quasi in einem Majin Buu Saga Team. Das ist ja meiner Meinung nach das beste Setup, wo man ihn spielen könnte. Würde dann zum Beispiel so aussehen. Nicht, dass jetzt quasi das beste Team für ihn ist. Denn, wohlgemerkt, wir bauen das Team nicht um den Great Saiyan Man, denn Great Saiyan Man ist ein Support-Charakter. In dem Fall zum Beispiel haben wir Super Vegito als unser Majin Buu Saga Lead natürlich. Den hatten wir mit Rotation mit LR Vegito. In der anderen hätten wir Majin Vegeta mit LR Mighty Mess zum Beispiel. Ja, LR Majin Vegeta ist ein Extreme-Type. Heißt, er bekommt den Support-Boost von LR Great Saiyan Man nicht, weil er gibt ihn nur für Superklasse-Verbündeten. Aber er hat immer noch Shattering the Limit und wenn er in die Rotation reinkommt, bekommt Mighty Mess den Boost auf jeden Fall, den soliden Boost. Weil LR Charakter braucht einen Key an der Stelle. Und Vegeta würde dann Shattering the Limit bekommen, Key plus 2, das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann hätten wir zum Beispiel noch 3 von Gotenks als andere Rotationscharakter, der, wenn er in die Rotation kommt, Super Saiyan liefert, oh, wenn er Flash Fuse hat, etc., etc. Ist nur ein Beispiel, Freunde, ist ein Setup, wie gesagt, was man bauen könnte. Ihr könnt natürlich auch hier Mighty Mess und Ultimate Gohan spielen und es gibt viele Möglichkeiten. Am Ende des Tages, wenn ihr euch fragt, wo ist Ella Great Saiyan am besten aufgehoben als Rotationscharakter in einem Majin Buu Saga Team, das folgendermaßen, wie gesagt, aussehen könnte. Ansonsten, Freunde, wäre es das für das heutige Team-Rating-Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.